Herzlich willkommen in der deutschen Vorszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Heute gucken wir uns Pillars an. Ihr startet mit einer Windturbine, baut dann das hier so ein bisschen um, dass sie da 100% hat. Und dann baut ihr euch runter für eine Mine und dann baut ihr die Technologie. Zu Pillars muss man sagen, das ist wirklich eine Map, die kann man auf die verschiedensten Arten und Weisen spielen. Und keine Ahnung, was da wirklich super stark drauf ist. Ich spiele meistens einen Core-Swing und versuche einfach, die Map so ein bisschen irgendwie hinzukriegen. Und GT2, aber auch T1 mit Raketen und Stuff ist hier sehr stark. Also, ja, weiß ich nicht. Da kann man, du fragst 5 Leute, hast 10 Meinungen. Was soll ich sagen? Ich zeige euch jetzt einfach heute meine Art und Weise, die Map anzugehen, und die ist immer mit einem Core-Swing. Ich wollte nicht das Seil löschen, hallo? Frechheit. Streben im Uhrzeigersinn verkaufen, nicht das Metalllager verkaufen, wäre doof. Zack. Und dann swingt ihr den Kern so ganz entspannt nach hinten. Na. Und dann verbindet ihr das auf dem Boden. Zack, sitzt da super, wackelt und hat Luft. Weitere Mine rein, Metall verkaufen. Zack, zack, zack. Hier hinten den Haken für die T2. Gehe ich jetzt hier Laser in diesem Fall. Oh, geil, dass das geht. Sehr schön. Ist immer so eine Sache, wie ihr das verstreben könnt. Je nachdem, wie der Kern halt gerade geschwungen wurde, ist das mal mehr, mal weniger möglich. Och nö, da kommt doch nicht schon wieder Mörser oder was? Lieber Bot, bitte lass mich in Ruhe. Aber ja, wie gesagt, also auf dieser Map ist alles möglich. Und da ist euer Kreativität keine Grenze gesetzt quasi. Ihr könnt da jede Strategie spielen. Ah, doch, eigentlich schon. Kann man hier doch, würde ich für gehen. Hier kann man jede Strategie spielen. Was auch sehr stark ist, ist eine Kreissäge ganz am Anfang. Wenn ihr das hier so wegschneidet, wenn ihr seht, dass der Gegner keinen Swing macht und da reinschneidet, dann habt ihr basically schon gewonnen, weil der Kern einfach runterfällt im Best Case. Kann passieren, tatsächlich. Und gleichzeitig sorgt dafür, dass das euch nicht passiert. Ne? Entweder mit Stability Tag oder mit einer Metallstrebe da einfach an der Stelle. So, ich gehe jetzt hier für weitere Minen. Zack. Und guckt, dass ich hier irgendwie Land gewinne mit meinem Kern, der hier gerade so wie er ist, nicht wirklich geil platziert ist. Also befestigt, besser gesagt. Na, will er leider nicht. Okay, wenn ich das hier so mache, maybe. Geil. Das sollte jetzt eigentlich halten. Das kann ich dann verkaufen. Kann hier oben Windturbinen platzieren. Kann hier noch Windturbinen platzieren. Hier hinten kann ich dann noch Storages platzieren, aber hier guckt jetzt die Hitbox des Kerns so ein bisschen raus. Da müssen wir mal gucken, ob das passt. Ansonsten einfach so gebaut. Ja, wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Wir brauchen nämlich für Plasmalaser ein weiteres Metalllager und eine weitere Batterie. Und dann können wir die einfach ganz entspannt da oben rauf platzieren. Kommen da jetzt wirklich gerade Mörser? Ne, ich glaube nicht. Aber ich bin gespannt, was kommt. Ich gehe schon mal für einen Gunner präventiv. Das hier unten zu verteidigen ist natürlich absolut anstrengend. Von daher am besten immer mit Hintergrundholz. Es gibt so Leute, die spammen gerne ihre Sniper. Den können wir jetzt verkaufen. Das Abbauen, das schnelle Abbauen mit Hurricane, das ist schon entspannt. Ne? Aber der Commander ist halt sonst leider einfach nicht gut. Hier könnt ihr Boxen dann einfach hochziehen. Das jetzt hier ein bisschen hässlich aussieht, aber so wäre es möglich. Was man auch noch machen könnte, was ich gerne vergesse, am Anfang des Core-Swings, ist hier Stability Tag einzuziehen. Ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden. Würde man bestimmt noch irgendwie hinkriegen. Ich will jetzt erstmal einen Plasma-Laser platzieren, bevor ich mich hier verquatsche. Und ansonsten noch einen Feuerlaser hinterher. Holt ihr doch tatsächlich meinen Gunner hier raus. Frechheit. Was denken Sie, wer Sie sind? Muss jetzt hier schon mit Sniper-Gameplay gegenspielen oder was? Alter Schwede, was baut der Bot denn auf? Pillars! Hör mal! Ja, dadurch, dass ihr so weit hinten seid, habt ihr natürlich mehr Möglichkeiten, hier vorne Holz vorzupacken. Aber auch mit einer guten Stability-Tech habt ihr das, ne? Also das ist, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wie gesagt. Na. Raketen auch sehr stark. Also wenn man nicht weiß, wie man sich gegen Raketen verteidigt, und ihr Raketen gut spielen könnt, Raketen sehr, sehr stark auf Pillars, aber dann würde ich Pinchfist empfehlen. Zu Pinchfist gibt es aber dann eine gesonderte Build-Order. Die habe ich in einem besonderen Video erklärt. Verdammt. Ja, jetzt kommt der Sniper wieder. War ja klar. Schaut da gerne jetzt hier oben rechts vorbei. Ansonsten ist das hier wieder mal nur das Nicht-Pinchfist-Gameplay, also das Nicht-Geizhals-Gameplay. So, komm nochmal mit deiner EMP da bitte. Do it. Bin bereit. Zu jeder Zeit. Und ansonsten, ne, ihr seht jetzt, ich float hier schon stark.
Könnte das in Windturbinen investieren, in weitere Waffen etc. Zack. Weg mit dir. Nervensäge. Mehr Verteidigung natürlich vor meinen Waffen noch ganz wichtig. Aber ansonsten ist das eine sehr gute Strategie. Das könnte man auch hier umbauen, actually. Oh, das ist so angenehm, wenn das so schnell verkauft wird. Und da zwei Minen reinplatzieren. Da oben würde ich es jetzt nicht mehr machen. Und dann mit Feuerlaserplasma auf den Kern. Und ihr habt den Gegner. In den meisten Fällen. Aber auch nur, wenn ihr Aim habt. Sonst nicht. Seid nicht wie ich. Habt Aim. Mein Name ist Salzi. And I stand for this message. der Gegner verbrennt hier jetzt einfach, der arme Bot. Ich glaube, wenn ich da jetzt nochmal mit dem Feuerlaser reinhaue, ist er einfach gone. Bricht zusammen oder so. Ah, er überlebt's. Ah, Plasmalaser. Komm, lad nach. Bisschen schneller bitte. Er brennt noch. Sehr schön. Das ist Pillars. Wie gesagt, gibt viele Strategien und aber das spiele ich und damit fahre ich ganz gut. Müsst ihr wissen. Euer Henno. Haut rein. Tschüss.